Space, the final frontier. These are the voyages of the starship USS San Tristan, continuing missions to explore and exploit strange new worlds, to subdue new life and new civilizations, to boldly go where no outlaw has gone before. Trümmerstück kam aber ziemlich nah. Ja, wir haben auch irgendwie den roten Alarm wieder ausgelöst. Das Schiff von sich alleine. Wer Kacke ist Pilot, der ist immer roter Alarm. Aber es sieht cool aus. Der Lensflare da jetzt. So, ich glaube, wir haben nichts mehr, oder? Nee. Gut, ausrichten. Takaka, ausrichten bitte. Echt. Du wolltest aber hier reinfliegen, oder? Jetzt ist der neue Befehl ausrichten. Kaka. Ist da aus. Echt. Ich bin der Waffeningenieur, ich kann nix. Darf du kannst ballern. So, wieder auf Auto stellen. So, das ist unsere Mission. Was war nochmal unsere Mission? Schon wieder zwei Talent Points, es geht denn ab hier? Wow. Ich flieg halt gut. Mega. Deswegen die Talent Points. Ja. Ja, auf jeden Fall. Delivered. Wir müssen zu dem Typen was deliveren. Oh ja, schon. Wow. Weiterer Kurs. Ach guck mal, da oben ist ein Dollarzeichen. Fliegen wir mal gerade hin. Ausrichten bitte noch, chargen und dann Lücke, Scan. Nichts auf dem Scanner. Das ist ein Planet, oder? Könnte es sein, dass du mir vielleicht irgendwie über Systeme ausgeschalten hast? Nein, Science Lab ist voll. Hier sind Wirbelstürme, nee. Warte, ich renn mal in einen rein. Kannst du nicht scannen? Passiert nichts. Da ist nichts auf meinem Scanner. Ja, ich weiß auch warum. Du kannst hier nichts scannen, weil hier ist der ganze Planet voll mit Wirbelstürmen. Du musst hier selber suchen. Sollen wir das machen? Du brauchst kein Execute. Aber ich stehe hier mitten ein, guck mal hier. Dann alle auf dem Planeten. Auf jeden Fall ist da einiges Böses. Alter. What the fuck? Ich folge einfach mal den Lichtern, das ist immer gut. Geh nicht in das Licht. Oh, du kriegst Damage, wenn du in dem. Tonnenweise rote Punkte. Tonnenweise rote Punkte. Rote Punkte. Ich hab mich in der Mitte in den Wirbel gestellt, ist nichts passiert. Ich hab Damage gekriegt. Ja, weil da Viecher drin waren. Ah, okay. Ach, in den Wirbelstürmen. Ich hab den Eingang gefunden. Immer diesen weißen Kerzendinger nach. Diesen ja, genau. Okay. Immer diesen Laternen danach. Wow, das ist ja mal ein Eingang aus Holz. Ja, eine Tür, ne? Hier steht ein Typ drin. Hey, Typ. Hey, dem verkauft man gleich Zeug. Ja, komm hier, Hardsale. Hat direkt genommen, der Affe. Hardsale, Alter. Hat er nicht genommen, der Affe. Was will der haben? Die 300 Grades. Nice. Das gab schon wieder Talent Points übrigens. Nee, XP. Haben wir hier sonst noch was? Ihr braucht in die Höhe in die Cave nicht reinkommen, ist relativ unspannend. Sucht mal draußen noch. Doch, die können ja noch mal dann verkaufen. Ah ja, stimmt, ihr könnt auch noch verkaufen. Ja, genau. Da unten steht der Typ.
Verkauft immer Zeug. Ich glaube, wir sind jetzt schon Erster. Nice. Mission geschafft. Mission geschafft. Wir können aufhören. Nein, war ein Scherz. Zenric fehlt noch. Verkauft dem unten mal das Zeug. Ah, der wollte kein Hard Sale. Mach mal Soft Sale. Zenric, bitte. Zenric, Soft Sale. Ja. Ich habe auch ein Talent. Ist nur einer, oder was? Ja. Ist nur ein Typ. Okay, von hier aus sieht man besser. Wenn man kurz rein und raus geht, sieht man besser, was hier ist. Guck mal. Rein. Oh, ich kann auch mal. Raus. Bei Soft Sale kannst du zweimal, ja. Okay. Lücke, siehst du noch irgendwas? Vorher habe ich noch einen weißen Punkt drauf gehabt, irgendwo. Moment, am Anfang. Auf jeden Fall sind da noch einige rote Punkte direkt vor uns. Lass mal kurz da hingehen. Wo seid ihr hingegangen? Seid ihr bergauf gegangen? Die Dinger wieder entlang. Ich wende mich mal Richtung weißen Punkt. Ja, hinter dir. Ich stehe mitten im Wirbel und mir passiert gar nichts. Ja, in der Nähe von dir ist ein roter Punkt. Ich sehe aber nichts. Wenn du umdrehst, sind zwei Gegner. Jetzt? So, ich laufe ein bisschen bergauf. Oh, Lücke, da ist irgendeine Struktur. Ja. Wo? Wir sind mittig, also wir sind irgendwann... Alter, was ist das denn? Ist das eine große Mine oder was? wir sind irgendwann links abgebogen. Also in den Richtungen, wenn du den Dingern folgst, sind wir irgendwo links abgebogen. Ungefähr nach dem 5., 6. Exakt auf diesem Punkt ist ein NPC. Okay, das müssen wir noch suchen. Hier gibt's noch was, Jungs. Also ungefähr die 5., 6. Laterne nach der Cave... Links abbiegen und quasi den Berg hochgehen. Lücke, kannst du die anderen mal holen mit dem Scanner? Versucht euch mal zu sammeln, dass wir hier alle reingehen. Warte, weil das genau andersrum. Das sieht so speziell aus. Das ist nicht einfach nur so hier. Irgendeine ist ein Latein-Genie. Da kommt einer. Halt, steh, bleib mal. Ja. Kaka, einfach hinter mich. Und Zenric fehlt dann noch. Das ist ein Schiff. Zenric, bleib mal stehen. Keine Ahnung, also auf jeden Fall gibt es irgendwo unterhalb ein NPC. Also es muss irgendwo einen Eingang geben, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich bewege mich leider. Warte, bist du weg? Das ist eine riesen Mine. Hab ich auch gedacht. Warte, bleib mal stehen, Zenric. Rechts von dir, also du gehst rechts am Eingang vorbei. Rechts ja, rum? Ja. Rechts. Das rechts ist abbiegen. Rechts. Nee, das du bist einfach hinter den. Ich komm vorbei. Ich stehe jetzt vor der Holztür. Und wenn ich nach rechts gehe, gehe ich nach Richtung hier. Dann geh Richtung Fackeln. Geh erstmal die Fackeln entlang. Ja, und okay. Fackeln. Eins, zwei, drei. Vier. Ja, geh die Richtung weiter. Einfach gerade weiter. So? Ja, gleich. Ach, scheiße, da bin ich gerade hergekommen. Da oben ist jemand. Ja. Oh, Kacke, hier war ich eben gewesen, hab ich umgedreht. Ja, du warst da schon relativ nah. Also hier muss es ja irgendwo einen Eingang geben, wenn es da unten einen NPC gibt. Es kann nicht sein, dass diese Struktur einfach nur so hier rumliegt, oder? Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie irgendwas mit einer Quest zum da hat und dass der deswegen noch nicht da ist. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. An Zufälle glaube ich nicht. Ah, ich würde eher denken, dass das so fürs nächste Update schon rein und so nicht fertig. Was natürlich sein kann, dass das Schiff von dem Typen ist. Ja, aber warum sollte ein Spieleprogrammierer das hier reinsetzen? Um Leute wie uns in die Irre zu führen. Weil er es kann. So ein quasi Monster-Easter Egg. Ja.
weil er sich dann einen ablacht, wenn er meinen Stream sieht und denkt so, ha, die Penner sind da 20 Minuten rumgelaufen, da gibt's gar nichts, ha, Noobs. Moment. Da quietscht was. Leute, das ist eine riesige Mine, die hier auf dem Boden liegt. Echt, Fenrik? Das ist eine mega riesige Mine. Habt ihr das schon gesehen? Echt? Ja. Wir sollten da mal was anditschen dran. Ja, also gefühlt, keine Ahnung. Okay, drauf schießen bringt schon mal nichts. Hab ich schon 8-mal probiert, mindestens. Der Schleichter. Okay, ich glaube, wir gehen mal wieder. Bei anderen Streamern bin ich schon als der Schlechter bekannt. Wow. Ja. Lücke, kannst du uns sagen, wie es Richtung Schiff zurückgeht? Nein, sind verloren. Lücke. Captain? Ja. Auf meinem Radar ist nix. Auf meinem Radar ist echt nix. Wow. Kannst du nicht mal sagen, in welche Richtung wir losgehen müssen? Ja, da ist Teleporter. Alter, wir waren jetzt echt kurz mal lost in Sand Dunes. Wenn man relativ weit weggerannt ist von der Mine, ist es genau die falsche Richtung. Oh Gott, ey. Hier gibt es leider keine Möglichkeit zu sterben, kein Sand. Ja, richtig. Ah doch, jetzt krieg ich Schaden. Ah, wir sind wieder home sweet home. So, dann Energie. Nice. Wie viele Crates haben wir noch? Warte, gib den. Wo ist denn unsere Crate-Anzeige? Das ist unten. Wenn du in den Kühlraum gerade reinrennst, an der Rückwand. Also man muss in den Kühlraum rein. Ich finde die Türen toll, also, ja. Ich hab nur die Anzeige da unten, oder was? Okay. Wir gehen jetzt einmal einkaufen. Weil wir haben ja mäßig Geld mit 21.000. Nice, gell? Ja. So, wow. Sind wir, oh, das nächste ist in dem Nebel. Wir gehen außer Warp in 3, 2, 1, jetzt. Und? Charge. Ausrichten, Lücke, scannen. Lücke. Ist ein Platz 5. Ey, ich hab gerade an die Anzeigetafel geschaut. Lücke, Scan. Nebula. Trotzdem. Nichts. Da ist nichts. Ist ja kacke. Ja, wie viele Crates hatten wir jetzt noch? 16. Nichts auf den Anzeigen gibt es. Da ist ein Schiff aufgetaucht. Eine Scout-Drohne. Jetzt die Scout-Drohne. Allein ein Schiff. Jetzt. Energie. Das ist Trading Station, das heißt, wir gehen uns kurz reparieren. Mr. Sandwick, zurück zum Shield, bitteschön. Da kann er uns reinfliegen. Per Favor. Das ist und sehr schön. Du kriegst aber das Fragezeichen. Richtig. Stehe bereit. Lücke kennt mich so gut. Ja. So gut. Du bist für Fragwürdiges zuständig. So sieht's aus. So, was haben wir? Oh, 174.000, willst du mich verarschen? Vielleicht hätten wir noch nicht früh hin. Armor of Blur. So, Schilde runter. Ja, Schilde runter. Oh, die haben keinen Block Long Range. Repair Depot angewählt. Aber die haben einen ziemlich geilen. Okay. Schilde wieder hoch. Schilde hoch. Einmal ausrichten zu. Wir fliegen wieder mal. Eigentlich zurück. Oder wir. Ja, wir müssen da wieder runter. Bitte ausrichten, chargen. Geht mal alle Mann rüber, bis auf Lücke und versucht nochmal was zu verkaufen. Lücke, bist du noch bei mir? Ich hab meine Soft gesellt. Lücke, guck mal, wir haben einen Warp Drive. Der heißt Workhouse. Ja. Ah, ne. Können uns nichts leisten, das ist alles für den Arsch. Explorer Unit, ja, wir haben Warp Drives, die halt hier ganz.
Also wir hätten einen Warp Drive, guck mal über den, der hat Range 12, Charge Rate 3, Charges per Fuel 5. Charge Rate haben wir mir 2. Oh, wir Range machen gerade Kohle. Nice. Wer verkauft denn gerade wie wild? Also Charge Rate 2, Range 10, Charges per Fuel 4. Und Power Usage? 4000. Also der hätte 6000, der wird 12.000 Dollar kosten. Also 10.000. Okay, du musst dich dringend mal heilen. Also ich würde sagen, unser Warp Drive ist so ziemlich das Uninteressanteste. Gut. Aber der schon schneller laden würde. Also ganz ehrlich, Leute, du brauchst doch nicht mal zählen, um die Pits perfekt zu machen. Wieso? Wieso? Hä, weil was? Du kannst einfach auf das Ding gucken. Das war gerade überbacken, stand bei dir jetzt gerade. Ja, ich weiß. Aber theoretisch brauchst du noch nicht mal zu zählen, weil es zeigt dir das unten an. Du musst einfach gucken, da steht unten anguckt. Okay. Dann kommt guckt, perfekt, guckt, anguckt. Du musst einfach nur im richtigen Moment R drücken. Zeig mal. Halt mal da drauf auf dem Ding. Jetzt guck mal unten, wo du das R drückst. Ja. Sehe ich nicht. Unten in der Mitte? Nee, kann ja, ich gar nicht sehen. Da ist ein kurzes Ding. Ja, guck mal. Ich krieg das nicht angezeigt. Ja, es kriegt nur der angezeigt, der das klickt. Okay, dann probiert's mal. Wir sind nur noch Siebter. Ah ja, gut. Kriegt wirklich nur der angezeigt, der es gerade macht. Ah, okay. Overcooked. Gut. Wir haben einen Rang verloren. Das heißt, alle Mann auf Kampfstation? 2, wir waren schon auf der 4. Oh. Da müssen wir jetzt mal Gas geben. Ich konnte doch keine Cookies verkaufen. Außer Warp in 3, 2, 1. Nix da. Dann Charge. Level up. Und ausrichten. Wir gehen jetzt einfach mal Crates kaufen. Mir zu unsicher. Sind wir gecharged? Charge noch. 60%. Und 90% voll. Energie. Das nächste ist einmal. Oh, wir jumpen echt lang, ey. Nebel ist es. Kaka? Ja, ich mach gerade. Ich researche. Hat ja sonst keiner hier. Wow. Research. Kommen Sie zurück auf Ihre Position. Tendrick ist voll leise. Ich bin leise? Bei mir ist er nicht leise. Bei mir, Tendrick also, ist. So laut meinem Ausschlag hier bin ich relativ laut. Also bei mir hier. Ich bin da. Außer ja, Warp in 3, 2, 1. Wow. Wieder nicht. Oder meinst du, ich rede nicht viel? Das nee, könnte natürlich durchaus sein. 15%. Ja. Also wenn wir da was haben, dann sehe ich es nicht. Also ich finde, wir sollten mal Super Mario 50% Let's Play starten. Super Mario ist nicht mein Game. 60%. Nicht? Hm. Glaube ich dir nicht. 70, aber war ja eigentlich 90, ganz voll. Energie. Cedric in der Blase. Was? Kacke nur auf Agro aus. Charge. Wir fliegen gleich weiter, ja, scheiß drauf, da waren wir schon, glaube ich. Was? Ich will jetzt eigentlich ein paar Biscuits kaufen und dann in das Warp-Ding-Dings-Bums da und dann mal woanders hinfliegen. Nein. Zu dem linken Dollar. Also, Michelle Schatz schreibt, dass ich auch sehr schreibt auch, dass ich sehr leise bin. Ach, das ist Quatsch. Das sind auf jeden Fall 6 Nicht-Humanoide. Ist das wieder der Sandplanet? Nee, das ist nicht der Sandplanet. Männern sind alle gleich leise, kann das sein? Ich geh mal gucken, was das ist. Komm. So, also. Jetzt ist meine Musik einfach zu geladen. Sag, euch noch den Planet, wir schon mal da waren. Da. Bei dem Planeten waren wir noch nicht. Da.
Mach mal alle ein bisschen lauter. So, waren wir noch nicht? Wir werden Nein, waren wir noch nicht. Dann runter auf den Planeten, bitte. Oh, guck mal, hier sind Sachen. Military Grade Hull, Thruster, Reaktor. Oh, nice. Das ist unser letztes Schiff, was wir hatten. Ja. Oh, wir haben irgendeinen Stängel. Du hast das Stängel. Ist das das Flak von unserem eigenen Schiff oder was? Wahrscheinlich. Die USS Sandristan, zweite Staffel, lebt Warte noch. Warte mal, ich guck mal, ob es draußen vielleicht Sandristan dran steht. Oh, was ist das denn? Ja, hier war ein Käfer. Dann hast du genau das letzte Vieh gefunden. Juhu. Die USS Sandristan, das ist sie tatsächlich. Kann nicht sein. Doch, das steht hier neben auf dem Schiff. Kacke hat die doch nicht in den Sand geflogen. Nein, nein. Niemals. Das ist geparkt. So, gut, weiter geht's. Ja, ist aber schade, dass die tatsächlich dann so wenig auf dem Planeten haben. Ich hab sie nur zum Sandtitan gepackt. No. Wow! Mega! Mega! War hier jetzt das Research-Zeug? Links und dann geradeaus. Das Research. Oh, wir haben eine neue Mission. Und zwar brauchen wir Wanted. 18.000 Credits. Wir müssen was kaputt machen. Juhu! Klar. Yeah. Das können wir! Oh, 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 oh. Wo sind die? Oh, da finden wir einmal. Ich einen lila und einen blauen Punkt geben. Nice. Silvassi-Steppens. Was erforschen wir denn gerade so? Ich erforsche gerade, dass du uns einen Punkt mehr geben kannst. Advanced Training, wow. Wow. So, das nächste könnte ein Fight werden. Wir sollten uns aber eher versuchen, direkt zu verpissen. Ich gebe aus weiser Voraussicht schon mal Yellow Alert. Wir gehen außer Warp in 3, 2, 1, jetzt. Wir fliegen gleich weiter. Charge, please. 1, 2, 0, 7. Dreh mich doch schon. Wir kommen einfach nicht dazu, unsere scheiß Biscuits zu kommen. Ja, wir werden immer aufgehalten. Immer, diese ganzen Missionen drumherum, ey, das fuckt mich. Lücke. Bitte. Hast du mir auf den Stuhl geschossen, Lücke? Nee. Oh ja, wir sind geladen. Guck dir meine Knarre an. Energie. Energie. Wir fliegen 16 Minuten. Nee, jetzt noch 5. Schön. Wir versuchen direkt weiterzukommen auf unsere Mission. Außer Warp in 3, 2, 1, jetzt. Ui. Nix da. Oh doch, hier. Guck mal da. Wuhu. Oh. Wuhu. Na gut, dann flieg mal rein kurz. Okay, dann sorgen wir dafür, dass die Unterseite da ein bisschen was sieht. Schiff hat automatisch auf roten Alarm geschaltet. Aber geschossen wird. Was haben wir eigentlich für Sachen gefunden eben auf dem Planeten? Sind die gut? Ah ja, guck mal. Military Hülle. Ich glaube, die ist nice. Und wir haben, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen besseren Reaktor. 22.000. Wo ist er? 22.000. Ja, definitiv. Wir haben einen besseren Reaktor gefunden. Der ist schon mal sehr nice. Und wir haben eine Hülle gefunden mit 2.500. Die ist auch deutlich besser. Danke. Wir haben zwei Hülle und Dings. Und dann haben wir noch irgendwas anderes, irgendwas Experimentelles. Ein BKB-Thrust. Und ein BKB, das ist irgendwie neu. Oder ist das so? Ich hab nichts mehr da. Dann ausrichten, bitte. Alles. So. Das ist mein Teamwork. Energie. So, jetzt kommt definitiv ein Kampf. Red Alert. Wir müssen erst abkühlen. Warum sind wir heiß Weil ich viel geflogen bin. Weil der so heiß durch die Gegend fliegt. Wow. I'm hot when you're cool. Könntest du übrigens Science Lab runterdrehen, weil das braucht momentan keiner. Das brauchen wir erst kurz vorm Kampf wieder. Ist schon gut, das kühlt doch jetzt ab. Momentan ist doch okay. Aber es könnte schneller abkühlen.
Das waren die Abenteuer und Geschichten der USS San Tristan für heute. Bei mir konntet ihr die Ansicht des Mechanikers sehen. Falls ihr die Folgen auch aus der Sicht des Kapitäns verfolgen wollt, dann schaut doch mal auf den Kanal von Breit der Sand Titan über den Link unten. Vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Servus, wie unser Kapitän sagen würde. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship USS San Tristan, continuing missions to explore and exploit strange new worlds, to subdue new life and new civilizations, to boldly go where no outlaw has gone before.